Bien sûr. Le chasseur erwartet uns. Okay, dann wählen wir mal weiter. Von hier bis Anticosti ist Rauketten. Aber die Morrigan scheint es zu schaffen. Ja, okay. Vorsicht, wir dürfen den Zivilisten nicht rammen. Herzlich willkommen zurück zu Black Flag. Wir sind sicher, Captain. Rogue. Warum sage ich Black Flag? Dann fangt mal an zu singen. Da kommen die Fischer von Per se. Warum wollt ihr nicht singen? Achtung, Shane. Die Gewässer sind voller Feindschiffe. Sie versenken die Fischerboote. Wir glauben, die Fischerboote wären in ihren Gewässern. Feindliche müssen zahlen. Was ist mit denen? Sie versperren uns den Weg am Anticosti. Was sagt ihr? Sollen wir alle versenken? Diesmal stimme ich mit euch überein, Shane. Wunder gibt's immer wieder. Okay. Setz die Segel! Feuer! Vorbei und. Feuer! Der Rolf hier! Feuer! Ich hab doch, glaube ich, die Kanone hier verbessert, oder? Perfekt. Perfekt. Habe ich den noch nicht erwischt? Ach da, doch. Komm, drehen, 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 drehen. Hinten haben wir nix. Feuer! Kacke. Komm, schieß. Feuer. Bereit zum Feuern. Feuer. Einholen und aufgehen. Feuer. Das ist das Letzte. Perfekt. Wir sind jetzt nicht mehr weit von Anticosti entfernt. Wird euer Freund der Spion auf uns warten? Ja. Ich hoffe, Le Chasseur hat mehr Informationen über das Manuskript. Nicht vielleicht schlecht. Hat er schon alles für uns herausgefunden. Und ich bin der Kaiser von Rom. Ave Cäsar. Hat Luft, freier Himmel. Hat doch gut hingehauen. Ein Mann auf dem Meer ist so frei, wie ein Mann nur sein kann. Meint ihr nicht auch, Liam? Wir sind aus wichtigem Grund hier, Shay. Denkt an die Pflicht. Was bringt einem die Freiheit, wenn man nicht durchatmen und sie genießen kann? Die Templer kleben wie Pech an diesem Kontinent. Ich fühle mich erst frei, wenn sie verschwunden sind. Wir sollten lieber wie Männer mit ihnen reden, um sie herumzugleichen. Find's cool. Mit ihrem Stiefel im Genick? Ey. Da ist es. Anticosti. Le Chasseur wird dort sein. Und mit etwas Glück weiß er, wo das Manuskript ist. Kräft die Top- und Rahmsegel! Komm näher, Shay. Leg dort an, Captain. Wir sind auf Anticosti angekommen. Warum denn so kalt? Warum habe ich denn falsche angelegt? Egal. Komm, raus aus dem Wasser. Du erfrierst mir hier sonst noch. Mal gucken. Hier sind Alarme, hier sind Wachen.
Aber hier ist kein Sperrgebiet, oder? Noch nicht auf jeden Fall. Moment mal. Was haben wir denn hier Schönes? Da, auf der anderen Seite ist es. Gleich. Muss erstmal gucken. Nun, Louis Joseph, wie läuft der Pelzhandel? Tja, meine Familie bekommt davon kein Fleisch auf den Teller. Wollt ihr Fleisch? Überfallt englische Briggs, die haben fässerweise davon. Oh ja, die irischen Öffe bringen viel Fleisch, nicht wahr? Die Verwaltung ist gut. Weit besser als die der Leute. Nein! Du Idiot. Ah doch, oh Gott sei Dank, geht das schon der Spring drüber. Fortuna Segen! Oh, ich hätte auch einfach außen rum gehen können. Schön. Bin aber über die Dächer geklettert. Seht euch das an. Ich habe mir diese Pläne von einem Schiff der Royal Navy ausgebaut. Etwas derartiges habe ich noch nie gesehen. Gut. Wir könnten stärkere Waffen gebrauchen. Le Chasseur, darf ich euch vorstellen? Unser Partner, Sheikh Cormac. Gentlemen, ich habe Neuigkeiten. Auf eben jenem Schiff habe ich das gesuchte Manuskript gesehen. Es war in einer exotischen Sprache verfasst, die ich nicht kenne, mit vielen Zeichnungen. Pflanzen und Tieren, so wie in einem Opiumrausch. Gab es keine Karte, keine Pläne? Nein. Vielleicht war da eine Art Code, aber weder ich noch die Rosebeefs haben ihn gefunden. Wo ist das Manuskript jetzt? Der Mann, der es brachte, sagte, ein gewisser Washington schicke ihn. Den Namen kenne ich. Er ist ein wichtiger Templer, nicht wahr? Ist er. Lawrence Washington hat große Ziele, bei denen ihm die Templer helfen. Shay, wir werden ihn suchen. Euch, Sir, gilt unser Dank. Okay. Dann suchen wir diesen Washington. Mission abgeschlossen, optionale Ziele beim Entern. Nicht mehr als 50% Gesundheit verlieren die Schiffe. Okay, haben wir gut alles. Ah, gut, fand ich gut. Aber bevor wir die nächste Hauptmission starten, würde ich sagen, sehen wir uns hier nochmal um. Gucken, vielleicht können wir was oder wem töten. Vielleicht. Können wir hier noch einen Aussichtspunkt erwischen. Aber vielleicht erwischen wir auch erstmal hier so eine Karte. Da liegt sie ja. Wie schön, dass hier alles so schön leuchtet. Kann man nicht übersehen. Ein guter Fang. Ja, okay. Alarm wird sabotiert, weil die Kiste wird bewacht, die ich da haben möchte, glaube ich. Ich glaube, die finden das nicht schön, wenn ich ihre Kiste plünder. Vielleicht kann ich sie ja ohne Blut vergießen bekommen. Das war nicht schlecht. Und jetzt versuchen wir mal den Aussichtspunkt da zu erwischen. Hat ja sowas von gar nicht geklappt. Und während wir den Aussicht. Oh Gott. Wie soll ich denn da noch raufkommen?
Ich glaube, ich weiß wie. I can send him from here. Child, you can't escape us. Den Schuss haben doch alle gehört. Tschüss. Ist der dämlich? Ist der gerade selber runtergesprungen? Es soll ja dämliche Menschen geben. Aber dass sie so dämlich sind, hätte ich nie gedacht. Erstmal hier hoch. Hey. Du blöde Shanty, hast mich verkackt. Oder angekackt. Du blöde verkackerter Shanty. Ja, ich weiß. So. Synchronisieren. Sehr schön. Ich bin tief gerührt. Da unten ist eine Schatztruhe. Komisch, dass das alles so leuchtend angezeigt wird. Bin ich nicht gewohnt. Oder doch, ich weiß es nicht. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nur auf der Karte. Oh. Ja, überleben wir nicht. Schön. Damit würde ich sagen, beenden wir auch den Part mit unserem Tod. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut rein!